Main veranstaltete im Ostpark, hier in ganz der Nähe, ein Antreten. Und Himmler kam und hat die Reihen durchgeschnitten. Und als er in meine Reihe kam, da blieb er vor mir stehen und hat sich wahrscheinlich einmal länger erkürzt und hat gefragt, wollen Sie in die Waffe des eintreten? Und dann dachte ich, jawohl, Herr Reichsführer. Jawohl, Reichsführer. Das ist in kurzen Worten die Wahrheit. Ja. Der Reichsführer besichtigte einmal die Wilhelmsburg. Ich war ja auf der Wilhelmsburg. Und er ging durch die Räume und dann kam er in mein Zimmer. Und ich machte damals schon die Flurnamenforschung. Und dann setzte sich der Reichsführer neben mich, setzte sich den Stuhl neben mich und ich musste zu ihm. Und da habe ich ihm erklärt, wie ich meine Flurnamen sammle. Und da war er sehr, sehr nett und interessiert. Und hinterher stelle ich fest, dass ich zum persönlichen Stab des Reichsführers gehöre. Ich hatte nicht dagegen einzuwenden. Ja, natürlich. Ich bin ja dann am Schluss meiner Tätigkeit auf der Wilhelmsburg wurde ich bei Wüst eingeladen und ich war ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn sein Assistent. Ich arbeitete mit ihm zusammen. Ich war jeden Tag in seinem Seminar und sprach sehr oft mit ihm. Und ich kann wohl behaupten, ich freute mich mit ihm auch ein bisschen an. Die Wilhelmsburg wurde eigentlich nicht vergrößert, sie wurde eigentlich nur wieder renoviert, kann man sagen. Es wurde nichts Neues gebaut, es kam erst später, sollten Siedlungen dazukommen, dass jeder Wissenschaftler und jeder Mitarbeiter ein kleines eigenes Reich hatte. Da wurde ich auch während des Kriegs, während eines Urlaubs mal aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Aber das kam wohl nie zur Aktion. Nie zur Verwirklichung. Ich kann mich eigentlich immer nur an den Himmler erinnern, der sehr oft kam. Und sonst fällt mir, ja, Wüst kam einmal und hat mich besichtigt. Das ist der Grund, dass er daher anschließend mich für ein halbes Jahr nach München holte. Ich sollte später die Bibliothek übernehmen und das war also auch schon festgelegt. Und Wüst sprach mit die Einzelheiten, aber so weit kam es dann nicht mehr. Da brach der Krieg aus. Naja, in der Wolfsschlacht ging es, wie ich mich ja hinterher erst orientiert habe, darum, die Front nach Leningrad dicht zu machen oder zu attackieren. Das wusste ich aber nicht. Ich saß unten in Piat Liebema, weil ich Bataillonsgefecht stand. Und ich sah den Hang hoch und wusste nicht, was jenseits dieses Hanges war. Später, als Piat Liebig frei war von der Belagerung, kam ich ja an die Leningrad-Front. Das heißt, ich kam nicht, sondern ich ging hin. Ich wusste also vorher nicht, dass es so nah bei Leningrad war. Vor mir lag der große Hang im Norden und den Hang, den konnte ich nie überschreiten. Das war, da war der Russe so stark. Und nachdem der Sieg über die Truppen der Russen damals so weit gediehen war, dass wir diesen Hang überschreiten konnten, da überschritt ich ihn auch und kam dann in eine Stellung mit Blick auf die Ostsee und auf den Leningrader Hafen. Und da passiert noch jenes, was wohl interessant ist. Ich führte eine Bataillon und saß also an der Leningrad-Front
mit Blick auf Leningrad. Und da meldete sich auf einmal mein Spiel und sagte, der Russe, da wären draußen Russen, die mich sprechen wollten. Und die Russen, ich sagte, ich soll so reinkommen. Und dann kamen die Russen und ich sagte, sie seien Zivilbevölkerung von Leningrad und sie hätten Hunger. Ich sollte helfen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wir helfen, aber nur im alleräußersten Rahmen, was wir eben gerade so können. So überreicht mit Verpflegung sind wir auch nicht. Aber sie bekam etwas. Dann kamen die regelmäßig und holten sich bei mir Verpflegung ab. Für die Zivilbevölkerung von Leningrad. Von den Außenbezirken von Leningrad. Das zeigt auch eine menschliche Seite des Krieges. Ja, die bei uns eigentlich nie ganz geschlafen hat. Wir waren erleichtert, wenn wir mal menschlich sein durften. Das war ja nicht allzu oft der Fall. Der Weg vom Krieg, von der Front nach Berchtesgaden, wie kriegen wir da den Bogen? Sie sprechen recht kühn. Nee, was habe ich ausgelassen? Ja, was dazwischen war. Wenn Sie so lieb sind und das erzählen. Was war das? Mein Sprung von Leningrad nach Berchtesgaden, der war zu groß. Also nach Berchtesgaden kam ich nach Breslau. Zum E-Bataillon Breslau als Adjutant. Und später als Kompanieführer. Und diese Einheit führte ich dann auch nach in den Krieg, und zwar nach Leningrad. Ich lag mit der Einheit an der Leningrad-Front ziemlich lange und habe diese Kämpfe miterlebt. Und es war manchmal recht dramatisch. Welche Einheit war das? Die 2. SS-Infanteriebrigade Wutt. 2. SS-Infanteriebrigade Wutt. Ich hatte ja Holländer. Die Holländer waren sehr tapfere Soldaten, die sich geopfert haben und nicht fragten, da bin ich mir zu schade. Sie taten es und ich war umgekehrt sehr aufgeschlossen zu meinen Männern. Und nach Stalingrad kam mein Einsatz auf Ursatzberg. Dann wurde ich zum Flakkommandeur auf Ursatzberg kommandiert und kam zu Ursatzberg. Und erlebte noch mit, wie das immer aufregend war, wenn es hieß, der Führer kommt. Und dann war besondere Aufmerksamkeit angesagt. Ich besuchte Fleischwolker meine Männer, auch ihn. Können Sie sich erinnern? Ja, das war eine außerordentlich gute. Das war seine Errungenschaft. In einer Felsenhöhle, die in den Berg gearbeitet worden war, befand sich also all die Apparate, die dazu gehören, um das möglich zu machen. Und eine große Glaswand. Und auf der Glaswand war Deutschland zu sehen. Und auf dieser Glaswand wurde dann der Flugweg der feindlichen Flugflotten, die uns gemeldet wurden, eingezeichnet. Sodass ich immer sah, wie sah es aus. Kommen sie uns näher, kommen sie in großen Mengen oder kommen sie nur sporadisch? Und konnte darauf meine Abwehrmaßnahmen schon vorher überlegen. Es war also eine hervorragende Leistung, diese Führerflugmeldezentrale. Da konnte ich wirklich alles sehen. Ja, ich war gerade auf dem Weg nach in meine Behausung. Da wurde ich befohlen, ich sollte mich sofort in der Post melden bei
bei Bormann, glaube ich, ja. Und ich gleich zurück. Und dann bekam ich von dem von Puttkammer, dem Marineadjutanten von Bormann, einen Zettel in die Hand gedrückt: Verhaften Sie sofort den Hof- und Landesverräter Hermann Göring. Pommes. Ich konnte dazu nicht viel sagen, ich konnte nur eins machen, sage ich jawohl. Und ging dann mit meinem Adjutanten rüber zum Haus Göring. Na, ja, das soll ich ihn verhaften. Das war wieder eine Sache für sich. Ich verhafte ihn natürlich nicht. Ja, ich sagte vielmehr, ich habe einen Funkspruch vom Führer bekommen. Ich umging das also. Und der guckte mich so an, der Bruder Göring, und sagte, na, dann zeigen Sie mal her. Dann habe ich ihm das gegeben. Und dann guckte er und sagte, dann müssen Sie sich ja wohl verhaften. Dann habe ich gesagt, jawohl, Herr Reichsbürger. Nach längerer Zeit. Das war meine Verhaftung. Ich vermied es, mich vor ihn hinzustellen, zu sagen, Herr Reichsbürger, ich verhafte Sie im Namen des Führers. Und ich suchte nur einen Weg, wie ich ihm dazu bringen könnte, dass er mich dazu aufforderte, ihm den Verhaftungsbefehl zu zeigen. Dann sagte ich zu ihm, ich habe einen Funkspruch vom Führer bekommen. So, dann sagte er, das zeigen Sie mal her. Und da hatte ich schon alles gegeben. Hatte nun den Göring in Haft und wollte ihn nach Mordorf bringen. Die Straßen vom Osthausweg runter, die waren zerbombt. Und den Göring abzutransportieren, das war eine Aufgabe für sich, denn er musste gefahren werden. Und dann organisierte ich noch die Fremdarbeiter, die wir da hatten, und bat die Händering darum, dass die Straße schnellstens wieder befahrbar machen, damit ich den Göring wegbringen konnte. Das klappte auch. Ich wurde nur kurz vor Kriegsende durch die Bemerkung meines Adjutanten aufgescheucht. Da hieß es, dass am Bahnhof Berchtesgaden die Züge aus Berlin einer nach dem anderen kommt und dass das so allerhand ausgepackt wurde. Wie, was, wo, wusste ich nicht. Wow, den Namen habe ich gestern Abend doch gelesen. Soviel ich weiß, war das ohne die Sache von der Göring, waren zwei Waggons, die angekommen sind.